hat heute alle Rahmen gesprengt. Das war zu viel. Das war viel zu viel und das war heute eine Frechheit. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich nochmal den Schiedsrichterschein machen, weil das ist ja nicht mehr normal. Wahnsinn. Also mir fehlen echt die Worte. Ich muss echt aufpassen, was ich hier sage, wirklich. Ja, diese Einsicht kam ein bisschen spät, aber es ist ja gut so, dass Dimitrios Gramotzes gestern das Herz auf der Zunge hatte. Eine legendäre PK nach einem legendären Fußballspiel in der zweiten Liga. Perfekter Anlass, um heute viel in einer legendären Sendung darüber zu reden. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu Super 2 der Kultliga. Wir werden heute ausführlichst über den FC Schalke reden, mit keinem geringeren als dem Jahrhunderttrainer Huub Stevens. Wir haben später in der Sendung noch auch Andreas Bornemann, den Geschäftsführer Sport des FC St. Pauli. Und natürlich gehen wir auch nach Bremen, was da los war in den vergangenen 72 Stunden. Ja, völliger Wahnsinn. Wahnsinn ist es nicht, wenn ich die beiden Herrschaften hier im Studio begrüßen darf. Eine absolute Reporterlegende, Peter Wenzel. Peter, seit 30 Jahren bei Bild, aber deinen ersten Artikel über Schalke hast du schon deutlich früher geschrieben, oder? Ja, irgendwie im Winter 1979. Damals noch für die damalige Westdeutsche Allgemeine Zeitung, heute Funke Gruppe. Wahnsinn. Conny, da war an uns beide überhaupt nicht zu denken, an dich ja sowieso nicht. Du feierst gerade erst deinen 30. Geburtstag. Conny Küpper heute auch wieder im Studio. Herzlich willkommen, Sam. Hi, Karl, ich freue mich. Für dich okay, dass wir heute mal ausführlich über Schalke reden? Ja. Natürlich. Ja, sicher. Du bist ja bei allen Vereinen wunderbar bewandt. Meine lieben Zuschauer, bevor wir aber über Schalke reden, wollen wir mal mit einem kleinen Märchen beginnen, weil fühlen Sie sich mal zurückerinnert oder zurückgesetzt, so vor 2 Jahren. Überlegen Sie mal, Sie sitzen irgendwo, schauen, wollen Fußball schauen und dann erzählt Ihnen Ihr Freund, vielleicht ein Wahrsager, dass es eine Pandemie in Deutschland geben sollte und schlimme Zeiten anbrechen und man sich impfen kann, aber gegen dieses Virus. Und dann kommt ein Trainer auf die Idee und sagt, ich mach das nicht. Nö, ich fälsche sogar einen Impfausweis. Hätten Sie das geglaubt? Nein, Sie hätten es nicht geglaubt. Es ist auch aberwitzig, was da passiert sein soll. Überführt worden ist er noch nicht. Markus Anfang. Was für eine Absurdität, die wir da erleben müssen, was da in Bremen passiert ist. Eine kleine Chronik haben wir mal vorbereitet, um Sie auch noch mal abzuholen, was da in den letzten Tagen passiert ist. Markus Anfang soll also seinen Impfausweis gefälscht haben. Und so war die ganze Geschichte. Da geht's los, die Chronik des Falles, Markus Anfang. Am Donnerstag gibt's eine erste offizielle Stellungnahme. Anfang beteuert nämlich seine Unschuld erst einmal. Mit Lügen kann man sich ja möglicherweise noch rauswursteln, hat er sich vielleicht gedacht. Erste Details werden dann Bekanntschaft. Am Freitag um 9.38 Uhr kommt die Meldung, die Staatsanwaltschaft leitet ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Freitag, 11.06 Uhr, die Meldungen überschlugen sich. Anfang leitet das Abschlusstraining noch vor dem Schalke-Spiel, aber wir wissen ja eigentlich schon, was kommt. Freitag 11.55 Uhr, Manager Baumann stellt sich auch noch öffentlich hinter ihn. Genau, jetzt marschieren wir weiter. Freitag 16.45 Uhr, da gibt es nämlich neue Hinweise, belasten Anfang schwer Ungereimheiten hinsichtlich seines Impfpasses. Polizei fährt am Weserstadion vor, das war dann am Freitagabend, und beschlagnahmt selbigen Impfpass und damit war dann eigentlich das Kind in den Brunnen gefallen. Und jetzt können wir nach vorne gehen und die Geschichte dicht machen. Samstag erste Gerüchte über das Anfang aus. Und dann wird es amtlich. 10.38 Uhr offizielle Mitteilung. Wohlgemerkt am Spieltag. Peter, du bist schon so lange im Geschäft. Ganz im Ernst. Nicht ansatzweise, glaube ich, haben wir in der ersten und zweiten Liga eine Trainerentlassung erlebt oder einen Rücktritt, wie auch immer, wie den, oder? Ja, es ist exakt das, was du gerade sagst, Carly. Ich glaube da auch, ich habe nahezu alles schon erlebt. Also das übertrifft alles nochmal. Und es ist der Super-GAU. Es ist der Super-GAU für Markus Anfang, für Werder Bremen, für die DFL, für den deutschen Profifußball, wenn sich diese Dinge alle bestätigen sollten, die jetzt im Raum stehen. Corny, für dich auch wahrscheinlich nicht ein Millimeterchen noch irgendwie Toleranzgrenze, wenn sich das herausstellt. Wäre ganz genau, also immer dieses Wörtchen wenn noch vorangestellt. Es ist ja noch nichts bewiesen, aber wir haben es gerade gesehen, die Indizien, die sind schon beeindruckend. Viel Interpretationsspielraum ist nicht mehr da und insofern natürlich eine sehr traurige Geschichte. Und wie das die nächsten Wochen weitergehen wird, das wird dann irgendwann eventuell die Justiz klären. Meine lieben Zuschauer, wir wollen einmal mit einem Mann reden, der da relativ nah dran ist, und das ist unser Bildreporter Roman Unger, der uns sicherlich erzählen kann, was da in Bremen die letzten Tage los war. Roman, grüße dich, du stehst vorm Weserstadion. Genau, ich stehe vorm Weserstadion, da wo unter anderem die Polizei am Freitagabend mit einem Durchsuchungsbefehl für die Privatwohnung
von Markus Anfang vorgefahren ist. Daraufhin hat dann ja Markus Anfang kooperiert, seinen Impfausweis ausgehändigt. Übrigens auch Florian Junge, sein Co-Trainer, gegen den ebenfalls ermittelt wird. Und ihr habt schon angesprochen, das waren echt turbulente Tage, turbulente Stunden und ja, unvorstellbarer Vorgang hier bei Werder. Und ich glaube, man kann es so ein bisschen ja mit der Affäre Christoph Daum vergleichen. Ich glaube, seitdem gab es keine kuriosere Trainerentlassung oder einen Rücktritt. Das ist schon eine ziemlich heftige Nummer. Roman, offiziell ist es so, dass Markus Anfang sein Amt niedergelegt hat. Also er ist freiwillig zurückgetreten. Glauben wir das tatsächlich oder ist das einfach nur ein Schritt, den der Verein gemeinsam mit ihm gemacht hat, damit er noch einen Funken sein Gesicht wahren kann? Und war es am Ende des Tages nicht ein knallharter Rauswurf? Es heißt zumindest offiziell, dass Markus Anfang dann unmittelbar nach dem Polizeibesuch seinen Rücktritt angeboten hat, beziehungsweise Frank Baumann mitgeteilt hat, dass er nicht länger Trainer von Werder sein möchte. Das ist die offizielle Version, aber Werder hat auch durchblicken lassen, dass sie, falls sich Markus Anfang nicht dazu entschieden hätte, selbst zurückzutreten, ja rechtliche Schritte schon geprüft haben. Und er wäre dann wahrscheinlich auch, wenn er nicht von sich aus gegangen wäre, von Werder entlassen worden. Bei den ein oder anderen Werder-Fans, böse Zungen behaupten da schon, dass es eigentlich ganz gelegen kam, weil mit Markus Anfang hätte das Projekt Wiederaufstieg sowieso nicht funktioniert. Jetzt hat Werder aktuell einen Interimstrainer, der wird wahrscheinlich aber nicht langfristig bleiben. Hast du Informationen, jetzt geht das große Spekulatius-Rad los, wer neuer Trainer werden könnte? Wer ist deiner Meinung nach ein Kandidat in der Pole-Position, der neuer Trainer bei Werder Bremen werden könnte? Genau, Daniel Zenkovic stand jetzt gestern gegen Schalke an der Seitenlinie, aber er ist, wie gesagt, nur die Interimslösung oder soll nur die Interimslösung sein. Frank Baumann hat schon durchblicken lassen, ja, dass er auf der Suche ist nach einem neuen Trainer. Es wird natürlich schon heftig spekuliert. Ole Werner ist da ein Name, den man sich, glaube ich, im Hinterkopf behalten sollte. Er war schon im Sommer ein Kandidat. Dann hat man sich aber für Anfang entschieden, auch weil Werner Kiel nicht verlassen wollte. Jetzt ist Werner aber nicht mehr in Kiel, sondern frei. Und er wäre zumindest ein Mann, der ja passen würde und auch zu den Vorstellungen von Werder passt. Denn Werder sucht nach einem Trainer, der die zweite Liga kennt, der jungen, entwicklungsfähigen Spielern die Chance geben will und der auch für Offensivfußball steht. Und das alles bringt Werner eigentlich mit. Letzte Frage. Jetzt war es ja auch gestern Abend so, dass es ein wirklich spektakuläres Fußballspiel gab. Eigentlich könnte man da heute komplett nur drüber reden. Auch in Bremen hat man noch einen Punkt geholt in der 99. Minute. Unfassbar. Über den Elfmeter werden wir gleich noch reden. Redet denn heute einer in Bremen überhaupt über das geile Fußballspiel gestern oder reden tatsächlich alle nur über das Ende von Anfang? Das ist eine gute Frage. Im Normalfall würde jeder über das Spiel sprechen, weil es extrem spektakulär war, dass Werder da noch in der letzten Minute, in der 99. Minute den Ausgleich gemacht hat durch den Elfmeter von Niklas Füllkrug. Aber ich würde schon sagen, dass die Thematik Anfang auch selbst das aktuell noch überlagert. Dann wollen wir mal schauen, bis sich da der Deckel des Buches dann mal schließt. Ja, spektakulär. Ihr seid da weiter dran vor Ort mit den besten und neuesten Infos rund um das Impftheater, Impfwirrwarr, Impffassungslosigkeit, die auch bei mir da immer noch herrscht. Vielen lieben Dank, Roman, nach Bremen und ja, meine lieben Herrschaften hier im Studio. Wir wollen dann doch ein bisschen sportlich den Ball mal aufnehmen, was da gestern Abend passiert ist. Peter, du hast das Spiel natürlich verfolgt. Da ist in die 99. Minute der Kollege Maciani er hat es nicht, wir können es deutlich sagen, er hat ihn nicht gefoult, den Roger Azalé von Werder Bremen. Trotzdem pfeift der Schiri Elfmeter, nachdem er einen Hinweis aus dem Schiedsrichterkeller bekommt. Wenn Anfang nicht schon so absurd wäre, ist das kurz dahinter die weitere Absurdität dieses Spieltags, oder? Also wenn ich das alles richtig verstanden habe, wäre es ja nur das Eingreifen des Kölner Kellers notwendig gewesen bei einer klaren Fehlentscheidung. Die habe ich da schon nicht gesehen. Und alles das, was ich gestern Abend und auch heute Morgen noch an Fernsehbildern gesehen habe, weiß ich nicht, was er bei der Überprüfung der Szene noch gesehen haben will. Also für mich stand heute immer noch ein klarer Witzelfmeter, der Schalke 2 Punkte gekostet hat, unabhängig davon, dass das Unentschieden über 90 Minuten vielleicht sogar verdient gewesen wäre. Witzelfmeter ist sogar noch einigermaßen nett ausgedrückt, wenn man sich die Schalker Stimmen anhört. Liebe Zuschauer, wir wollen einmal noch mal den kompletten O-Ton von Schalke-Trainer Gramotzes hören. Meine Herrschaften, hatte der einen dicken Hals. Das hat heute alle Rahmen gesprengt. Alle Rahmen gesprengt. Und die Leute sollten sich echt hinterfragen, ob das auch der richtige Weg ist. Uns wird immer vorgegaukelt, das ganze Spiel über, jedes Spiel, respektvoll miteinander umgehen. Machen wir eine Handbewegung, heißt es Hände runter. Das ist nicht in Ordnung gegen den Schiedsrichter.
hier beschweren, da beschweren. Nein, 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 bleibt ruhig, setz dich auf die Bank. Aber wenn sowas dann passiert, dann sollen wir die Ruhe behalten. Und solche Entscheidungen gegen uns einfach laufen lassen. Und das war heute wirklich, das war zu viel. Das war viel zu viel und das war heute eine Frechheit. Der Elfmeter war heute eine absolute Frechheit, wie ich sie noch nie erlebt habe. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich nochmal den Schiedsrichterschein machen, weil das ist ja nicht mehr normal. Also wenn man ein ganz klares Handspiel plus Schwalbe nicht erkennt, Herr Stieler ist FIFA-Schiedsrichter, hat das FIFA-Wappen auf seinem Trikot drauf. Wahnsinn. Also mir fehlen echt die Worte. Ich muss echt aufpassen, was ich hier sage, wirklich. Er hatte schon genug gesagt. Conny, hast du Worte dafür? Und vor allem, ich will ja gar nicht auf den Schiri so unbedingt einprügeln, weil von mir aus in der Live-Geschwindigkeit und so, dann kann das mal passieren. Aber die Absurdität ist doch, warum haben wir denn einen Videoschiedsrichter, wenn der dann nicht erkennt, dass das kein würdiger Elfmeter war? Exakt. Also ich kann den Frust der Schalker absolut nachvollziehen. Es ist für mich einfach nur eine große Frage, wie dieses Schiedsrichtergespann diese Entscheidung fällen kann, weil der Referee hat das Spiel ja erst weiterlaufen lassen. Heißt, sie müssen zu dem Ergebnis kommen, es muss eine absolut klare, eine hundertprozentige Fehlentscheidung vorliegen. Wenn dann Kollege Dingert in Köln sagt, guck's dir lieber nochmal an, dann ist ja schon mal das erste Indiz dafür geschaffen, okay, die 100% liegen schon mal nicht vor. Und dann, wenn wir uns diese Szene an sich angucken, erst bekommt Assalé den Ball an die Hand, ja, dann gab es vielleicht einen kleinen Kontakt, aber Assalé rennt erstmal weiter und fällt dann. Also, das ist, er hätte nie am Leben eingreifen dürfen, der Schiedsrichter. Und das zeigt einmal mehr, eine Kamera kann nichts beweisen, was Menschen am Ende beurteilen müssen. Ja, man muss Kamerabilder auch richtig interpretieren können und dann einfach auch mal die Eier haben, eine mögliche Fehlentscheidung dann einfach zurückzunehmen. Das ist da nicht passiert. Ich persönlich bin sehr gespannt, wann sich denn die Herren Schiedsrichter, sowohl gestern der auf dem Platz als auch der Videokeller dazu äußert. Ich bin da sehr gespannt, warum man diesen Elfmeter dann doch noch gegeben hat. Am Ende für alle Schalke-Fans ist es so, wie es nun mal ist. Spiel ist abgepfiffen, 1-1, nur ein Punkt, damit der Befreiungsschlag verpasst. Schalke dümpelt so ein bisschen im Mittelfeld herum. Es gibt viel zu reden über den FC Schalke 04 und das kann keiner eigentlich besser als der Jahrhunderttrainer vom FC Schalke 04 höchstpersönlich. Sein Auftreten mürrisch, sein Knurren unnachahmlich. Das stimmt, aber... Huub Stevens führt als Trainer ein strenges Regiment. Taktik und Disziplin stehen beim Knurrer von Kerkrade an oberster Stelle. In seiner Karriere arbeitet er in vielen Clubs als Cheftrainer. Doch ein Verein ist mit dem Namen Huub Stevens untrennbar. FC Schalke 04. In seiner ersten Saison bei den Königsblauen gelingt ihm bereits ein wahrer Coup. Mit dem Sieg des UEFA Cups geht die Mannschaft als Eurofighter in die Geschichte ein. Auch die folgenden Jahre sind erfolgreich. Zweimal gewinnen sie den DFB-Pokal, nur mit der Meisterschaft hat es nicht ganz geklappt. 4 Minuten feiern die Schalker 2001 den Titel, bis die Bayern dann doch noch den entscheidenden Treffer in Hamburg erzielen. Stevens ist Schalker durch und durch. Immer wenn die Königsblauen seine Hilfe brauchen, ist er da. Insgesamt übernimmt er 4-mal auf Schalke den Trainerposten und wird 2018 in den Aufsichtsrat gewählt. Für die Fans ist Stevens ein echter Macher, ein Mann mit Kante und auf Schalke der Jahrhunderttrainer. Und da ist er uns zugeschaltet. Herzlich willkommen, Huub Stevens, in unserer kleinen Viererkette hier. Grüße aus Eindhoven. Hallo Huub. Aus Eindhoven, sehr gut. Hallo. Herr Stevens, Sie sind in Eindhoven und Sie können verraten, ich finde es großartig, dass Sie sich am Sonntag die Zeit nehmen, denn am Mittwoch haben Sie einen Termin im Kalender, der nicht unbedingt für große Freude sorgen wird, oder? Klären Sie uns auf, was liegt bei Ihnen an? Na, eine Operation an beide Knie. Ich kriege glücklicherweise 2 neue Knie. Ja, da war ich an zu. Und von daher steht das am Mittwoch mich zu erwarten, ja. Ja, fantastisch, dass Sie dabei sind. Wir wünschen für diese OP natürlich alles Gute. Wir wollen mit Ihnen aber ausführlich jetzt über den FC Schalke reden. Und erlauben Sie mir die Überleitung zur OP. Wo sind denn noch die offenen Baustellen am Körper FC Schalke 04 in dieser Saison? Weil da läuft noch nicht alles rund. Wo sind da die größten Problemfälle Ihrer Meinung nach? Na, glauben Sie mir eins. Das habe ich immer gesagt, von Anfang an, Schalke muss wieder aufgebaut werden. Ja, die Mannschaft, die ist zusammengestellt
von vielen neuen Leuten und die brauchen Zeit. Ja? Und dass das die erste Halbzeit von der Saison nicht immer gut läuft, das war vorauszusehen. Darum habe ich auch gesagt, wenn Schalke in der Winterpause 6 Punkte Rückstand hat und dann in der zweiten Halbzeit angreifen kann, dann glaube ich, dann muss man zufrieden sein in der Winterpause. Hüb, klare Kante, dafür warst du immer bekannt. Kann Schalke mit diesem Kader und auch mit diesem Trainer aufsteigen? Deine Prognose? Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Ich glaube, wenn man die 2 Punkte dazu zählt von gestern, ja, dann glaube ich, ist der Abstand nicht so groß auf die führenden Vereine. Und von daher glaube ich noch immer, dass Schalke auch mit diesem Kader, ja, glaube ich, dass er eine Chance habe, um aufzusteigen. Herr Stevens, haben Sie das Spiel gestern Abend gesehen? Und wenn ja, wie bewerten Sie denn diese kuriose Szene in der Nachspielzeit? Na, guck euch die Bilder an, dann sieht man es doch. Ja, da braucht doch keine eine andere Meinung zu haben. Ich verstehe wirklich nicht, ja, dass Menschen dann auch noch die Chance haben, um sich die Bilder anzuschauen, dass sie dann auf eine andere Meinung kommen. Ich verstehe das wirklich nicht. Unglaublich. Herr Stevens, das mal gefragt, der Knorrer aus Kerkrade, so wurden Sie auch genannt. Wie hätten Sie nach Abpfiff reagiert? Wäre da der Schiedsrichter überhaupt noch heil wieder nach Hause gekommen? Wie hätten Sie sich den vorgeknöpft? Ich weiß es nicht, aber jetzt lache ich darum. Aber glaub mir, das ist ein Witz. Das ist eine Witzentscheidung, was da gefallen wurde, ist nicht nur von der Schiedsrichter, aber auch, dass Schiedsrichter da vor das Fernsehen sitzt und der Schiedsrichter da aufmerksam aufmacht, dass da eine Entscheidung getroffen wurde, die nicht richtig war. Das ist wirklich eine Witzentscheidung, glauben Sie mir. Sie kennen das Geschäft ja schon seit Jahrzehnten. Wie bewerten Sie denn den Videoassistenten, das System Videobeweis im Allgemeinen? Na, ich glaube, das ist gut, ja, dass ein Videoschiedsrichter da ist, ja, um behilflich zu sein für den Schiedsrichter. Ich glaube, dass das gut ist, weil das Fußball ist viel schneller geworden. Und von daher kann der Schiedsrichter ab und zu mal ins Unterstützung bekommen. Aber was da gestern passiert ist, ja, das ist eine Lachnummer. So einfach ist es doch. Hüb, welche Spieler muss Schalke in der Winterpause verpflichten? Für welche Mannschaftsteile? Du warst im Aufsichtsrat der Sportexperte. Jetzt ist es Juri Mulder. Lass uns mal in deine Gedanken blicken. Peter, wenn Bild TV und die Bild-Zeitung Schalke noch was Geld zuschicken, dann kann Schalke vielleicht das eine oder andere Spieler noch holen. Aber da ist wenig Geld. Ja? Und von daher denke ich, dass es ganz schwierig wird, um noch Spieler dazuzunehmen. Aber dann lassen Sie uns doch mal ein bisschen zurückgehen, auch Herr Stevens, sehr gerne. Weil der Abstieg in die zweite Liga, der jetzige Tabellenplatz, das ist ja keine Geschichte, die mal eben so passiert. Wo begann für Sie, welcher Zeitpunkt war das, wo der Absturz des FC Schalke quasi begann? Es gab mal Zeiten, da stand man punkteweit vor Borussia Dortmund. Die Zeiten sind lange vorbei. Ja, natürlich sind die Zeiten vorbei. Aber jetzt wird wieder eine neue Mannschaft aufgebaut. Und die Leute, die da jetzt tätig sind, die tun gute Arbeit. Und gibt's auch die Zeit. Ja? Wir haben so viele Vereine, die gute und schlechte Zeiten gehabt haben. Ja, das ist ein Beispiel von St. Pauli beispielsweise, der jetzt auch im Studio ist, der Ballon. Ja, die haben doch auch ihre Zeit bekommen und die Zeit auch gegeben an den Trainer und eine Mannschaft aufgebaut, ja, die jetzt ganz oben mitspielt. Ja, wie lange, das muss man noch sehen. Aber da sind auch gute Vorbilder von Vereinen, die neu aufgebaut werden können. Und Schalke tut alles daran, um das hinzukriegen. Und ich glaube, dass da die Leute, die jetzt da vorgehen, dass das auch die richtigen Leute sind. Hüb, wenn Schalke nochmal in Not gerät, würdest du nochmal auf den Trainingsplatz gehen? Ich meine, ab Mittwoch sind es 2 neue Kniegelenke und dann sehe ich überhaupt keine Probleme mehr. Würdest du nochmal kommen? Nein,
Peter, glaub mir eins. Einmal ist es auch Schluss, ja. Es ist gut gewesen und ich kann nur sagen, die Zeit, die ich gehabt habe, die habe ich mit voller Freude erleben dürfen und können, ja. Und glaub mir, die Leute, was jetzt da sind, die müssen gemeinsam das hinkriegen, ja. Auch die Mannschaft, auch nach so einer Entscheidung von gestern. Ja, da würde ich, ja, die Mannschaft vorgeben, von zeig mal, dass wir es auch auf diese Art und Weise, dass da bestimmte Leute gegen uns sind, ja, zu zeigen, ja, dass wir gemeinsam das hinkriegen können. Ja, und das ist eine Herausforderung. Und die stellen diese Leute sich und da muss man alle Vertrauen drin haben. Und dann braucht nicht mehr so ein alter Haudegen aus Eindhoven zu kommen. Das braucht nicht mehr. Herr Stevens, ich erinnere Sie, das haben Sie schon öfters mal gesagt und dann doch den Rücktritt vom Rücktritt gemacht. Also ich glaube, einige Schalke-Fans haben in der Tat noch die Hoffnung, dass Sie nochmal zurückkehren. Dazu müsste es allerdings ja erstmal einen Trainerauswurf geben. Frage in die Runde an alle drei. Dimitrios Gramotzes, wird er am Ende der Saison noch Trainer beim FC Schalke bleiben? Peter, fangen wir mal an. Ja, aktuell gab es ja nach der 2-4-Pleite gegen Darmstadt wirklich treue Schwüre von Rufen Schröder. Spannend finde ich ja in diesem Zusammenhang, dass überhaupt nicht kommuniziert wird, dass Dimitrios Gramotzes hat eine Verlängerungsklausel in seinem Vertrag. Von der spricht er nicht, die Schalker sprechen auch nicht davon. Ich halte es also für möglich, dass selbst wenn Schalke aufsteigt, er möglicherweise keinen neuen Vertrag kriegt. Er würde bei Aufstieg einen neuen Vertrag kriegen. Ich glaube, die Schalker müssen zumindest überlegen, das haben sie auch schon vor dem Spiel gegen Düsseldorf gemacht, dass man möglicherweise die Reißleine zieht. Ich würde nicht darauf wetten, dass er bis zum Saisonende Schalke-Trainer bleibt. Da ich befürchte, dass Hüb Stevens bei 100% Gramotzes bleibt, sagen wird, einmal Corny an dich, wie viel Prozent glaubst du, dass Gramotzes am Ende der Saison noch Trainer des FC Schalke ist? Prozentual schwierig zu sagen, aber ich bin nie ein Freund davon, medial Druck aufzubauen auf die Trainer. Wir finden es ja immer gut, wenn Vereine nachhaltig wirtschaften, wenn Vereine nicht bei der erstbesten Möglichkeit den Trainer direkt rauswerfen. Wenn insofern, es erfolgreich ist, insofern bekommst du von mir. Ja, jetzt der große Misserfolg ist ja noch nicht da. Hüb hat es ja auch gesagt, wenn sie in der zweiten Hälfte angreifen und sie haben auch in den vergangenen Wochen, bevor diese Niederlagenserie losging, haben sie ja gezeigt, dass sie es eigentlich können. Insofern glaube ich schon, dass er am Ende noch im Amt sein wird. Herr Stevens, Sie 100%, Gramotzes ist noch Trainer am Ende der Saison? Ja, das kann ich nicht 100% sagen, das weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, ja, weil ich glaube, dass Dimitri gute Arbeit absolviert. Und glauben Sie mir, er hat auch Leute um sich herum, ja, die ihm behilflich sein können. Das müssen sie gemeinsam tun. Und das schaffen die auch, wenn sie es gemeinsam tun. Ja, und die Spieler sind auch gefragt. Ja, auch die müssen da zusammenhalten und zeigen, warum dass sie nach Schalke geholt worden sind. Wer weg von Schalke ist, mein lieber Herr Stevens, ist Clemens Tönnies. Und da scheint eine Rückkehr auch erstmal ausgeschlossen. Ich habe die These, mit Clemens Tönnies würde der FC Schalke immer noch erste Liga spielen, zumindest irgendwo im Mittelfeld. Glauben Sie das auch? Teilen Sie diese These? Ist der Weggang von Clemens Tönnies auch ein Ergebnis am Ende, wo die Mannschaft heute steht? Naja, nicht nur. Ja, es hat nicht nur an Clemens gelegen, dass der weggegangen ist. Ich denke, dass da mehr ist, warum das Schalke in der zweiten Liga gekommen ist. Aber wir müssen nicht mehr zurückgucken, wir müssen nach vorne gucken. Und darum denke ich, dass es gut ist, dass die Mannschaft ja zusammenrückt, ja, was er auch getan habe diese Saison bis jetzt. Ja, und gemeinsam geht es nur. Es kann nur ein Erfolg da sein, wenn man allen an der gleichen Strang zieht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das auf Schalke wieder passiert. Herr Stevens, Sie wissen ja vielleicht wie kaum ein anderer, was es bedeutet, Schalker zu sein. Sie kennen den Ruhrpott-Club wie kaum ein anderer Trainer. Haben Sie im Augenblick eventuell so ein bisschen den Eindruck, dass es an Identität fehlt auf Schalke? Nein, das glaube ich nicht. Die Eurofighters von damals, die haben auch einen Weg gegangen. Ja? Und ich hoffe, dass Schalke auch diesen Weg auch wieder eingeht. Ja? Und darum sage ich, die brauchen auch Zeit. Ja? Und gib sie erstmal diese Saison. Ja? Und dann können wir sehen, ob wir nächste Saison in der ersten oder in der zweiten Liga sind.
Hand aufs Herz, hast du ein bisschen Sorge, wenn Schalke dauerhaft in der zweiten Liga, das meine ich jetzt nicht den direkten Wiederaufstieg schafft, dass man dann auch in dieser Liga weiter verzwergt, also ein ehemaliger Riese immer kleiner wird? Königsgrau statt Königsblau, mit den Wortwitz einmal. Genau. Hast du die Sorge? Ich habe keine Sorgen. Ich glaube an die Leute, die da jetzt sind. Ja, das muss man auch haben. Ja, und die Spieler, was geholt sind charakterologisch besser als die Spieler, die da waren. Und darum denke ich auch, dass diese Jungs es schaffen. Ja, auch dass ein Rücktritt ist, so wie gestern. Ja, dass sie in der letzten Minute einen Elfmeter gegen sie bekommen. Das muss eine Wut geben, die sie mitnehmen. Ja, und in der Zukunft, ja, wird es dadurch stärker. Ich weiß, dass ein Mann wirklich sehr, sehr, sehr wütend ist und das nicht nur seit gestern. Das ist der Kollege Lennart Rothemeller. Das ist kein Kollege, sondern das ist ein richtiger Hardcore-Schalke-Fan. Schauen Sie mal hin. Können wir? Lass sie jetzt nicht ins Spiel kommen, ey. Geh doch da dran. Dichter, komm! Weg. Ja, sehr gut. Vor! Setz dich da durch! Da ist er uns zugeschaltet, Lennart Rothemöller, Hallöchen. Frust, Ärger, fast schon Hass nach der 99. Minute gestern in Bremen. Wie haben Sie das Spiel gestern verfolgt und was sagen Sie zu dieser Nicht-Elfmeter-Szene, die aber ein Elfmeter war? Ja, schönen guten Tag. Herzliches Glück auf in die Runde. Ja, sicherlich habe ich das Spiel gestern verfolgt. Und mein Puls ist immer noch nicht unten, muss ich sagen. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden, habe gekocht, um den Blutdruck so ein bisschen runterzukriegen. Bei mir gibt es heute Hackfleisch, nur mal dazu. Ja, aber ich kann mich den Worten und meiner Vorredner eigentlich nur anschließen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Im Kölner Keller, bei Herrn Dankert, nee, Dingert war es, glaube ich, bei Herrn Stieler, was Sie da gesehen haben, ich kann es nicht begreifen. Ich verstehe es wirklich nicht. Kleiner Tipp, meine Frau ist Augenoptikerin. Ich kann da gerne den Kontakt herstellen, das ist überhaupt nicht das Problem. Auch reißlich können wir da sicherlich was machen. Ich stelle gerne den Kontakt her, aber als der liebe Gott Augen verteilt hat, haben die beiden Herren sicherlich nicht hier geschrieben. Deutliche Worte, die so hier in dieser Runde nur ein Fan sagen darf. Herr Stevens, ich sehe Sie auch schmunzeln. Aber man spürt ja ganz doll bei dem Kollegen Rothemöller da eine, ja, da ist der Puls noch da. Das ist richtig Leidenschaft. Frage an Sie, Herr Stevens, fehlt diese Leidenschaft an der einen oder anderen Stelle möglicherweise im Verein aktuell und in der Mannschaft? Oder finden Sie, dass da momentan bei Schalke, was das angeht, alles Bombe läuft? Lass uns doch mal ruhig sein, ja. Und nicht nur dieser Fan ist wütend. Alle Fans sind wütend. Glaub mir, ja. Ich war auch wütend gestern. Aber es geht weiter. Ja, wir können das nicht mehr zurücknehmen. Wir müssen das akzeptieren, ja. Und noch enger zusammenrücken, ja. Dann werden wir noch stärker. Und das ist ja für die Zukunft ganz wichtig. Eine Frage noch, Herr Rothemöller, an Sie. Sie haben jetzt zwei Sachen erlebt, die schon richtig wehtaten. Das war die Vizemeisterschaft. Der verantwortliche Trainer sitzt hier quasi neben Ihnen gerade. 2001, die Meisterschaft der Herzen, dann der Abstieg im vergangenen Jahr. Und jetzt spinnen wir mal in die Zukunft. Schalke steigt nicht auf. Könnte man das einigermaßen aufwiegen? Was würde oder was ist am härtesten von diesen drei Fällen? Ja, absolut. Nachhaltig ist immer noch die verpasste Meisterschaft, ganz klar. Jedes Mal, wenn ich darauf angesprochen werde, jedes Mal, wenn ich drüber reden muss, was ich ungern tue, geht der Puls halt wieder hoch. Man kommt halt wieder ins Denken und man hat so seine Probleme immer noch damit. Zum Abstieg, da war ich eigentlich relativ schnell konform mit, leider Gottes.
weil man muss es einfach mal ganz klar reduzieren und man muss ganz klar festhalten, dass wir der verdienteste Absteiger waren in den letzten Jahren mit der spielerischen Leistung, die wir abgeliefert haben. So leid es mir auch tut, selbst für mich als Fan, aber so hart ist es nun mal. Schalke Fans haben ja ein gutes Gespür für die Klasse einer Mannschaft oder möglicherweise die Nichtklasse. Was sagen Sie dazu? Kann diese Mannschaft aufsteigen oder sind Sie da eher skeptisch? Aktuell aufgrund der Spielweise ist es sicherlich schwierig aufzusteigen. Ja, ich gebe zu, ich möchte auch lieber gerne dieser Mannschaft sehr, sehr viel Zeit geben. Natürlich ist das Fanherz einfach sehr, sehr kurz gestrickt immer. Man weiß es auch, auf Schalke sind wir immer sehr, sehr schnell euphorisch. Da schließe ich mich nicht von aus. Ich möchte der Mannschaft auf jeden Fall gerne Zeit geben, keine Frage. Spielerisch sehe ich da aber noch sehr viel Potenzial nach oben. Und da sind für mich einfach noch zu viele Sandkörner im Getriebe, was ich in den letzten Spielen einfach so gesehen habe. Liegt das daran, dass der Trainer aus der Mannschaft mehr rausholen müsste? Oder ist die Mannschaft vielleicht gar nicht so gut zusammengestellt, wie man das auf den ersten Blick glaubt? Ja gut, ich bin halt nicht bei jedem Training dabei. Ja? Das kann ich halt einfach nicht beurteilen. Ich kann nur beurteilen, was ich Samstag, Sonntags oder Freitags am Fernsehen sehe. Und das ist halt momentan noch nicht so das, was ich mir persönlich vorstelle. Natürlich wollen wir aufsteigen. Aber momentan sieht es halt eher nicht danach aus, aufgrund der Spielweise. Momentan ist es leider tatsächlich so, dass da andere Mannschaften sind, die halt von der Spielanlage einfach ein bisschen besser harmonieren. Ich kann nicht beurteilen, was im Training stattfindet. Ich bin halt leider nicht dabei. Kann ich sagen. Einer, der es definitiv beurteilen kann, und da muss er gar nicht bei jedem Training dabei sein, sondern er kann es von außen auch sehr gut einschätzen. Herr Stevens, eine Sache ist auffällig beim FC Schalke 04, eine unfassbare Abhängigkeit eines Zielspielers. Simon Terodde da vorne, der liefert ab, gar keine Frage. Oh Gott, man will es sich gar nicht ausmalen. Was passiert, wenn der mal länger ausfällt? Das Spielsystem ist so zugeschnitten auf den Mann da vorne, der abliefert. Ist das nicht gefährlich? Ja, das ist, wenn es abhängig ist von einem Spieler, dann ist das gefährlich. Aber ich glaube, Simon ist nicht umsonst geholt worden. Und der macht seinen Job. Ja, und da muss man froh sein, dass man so einen Spieler in das Kader hat. Aber es ist nicht nur Simon, glaub mir. Es ist eine Mannschaft. Ja, und da gehört auch das Team um die Mannschaft herum gehört dazu. Und darum sage ich, zusammen, ja, mach stark. Ja, und ich hoffe, dass sie das auch hinkriegen. Wir wären hier nicht bei Super 2, wenn wir nicht ein bisschen tippen würden, ein bisschen Glaskugel spielen würden, den Blick nach vorne werfen. An alle drei die Frage, jetzt hier Butter bei die Fische, jetzt wird sich festgelegt, auf welcher Platzierung läuft denn der FC Schalke am Saisonende ein? Peter, wir fangen bei dir an. Platz 4, nicht wieder Aufstieg. Da hast du es mir weggenommen. Ich glaube nämlich auch, Schalke wird der neue HSV und wird Vierter. Herr Röthe-Meyer, Entschuldigung nochmal, Röthe-Möller ist ein ganz anderer. Röthe-Möller, nein, Röthe-Meyer, jetzt haben wir es. Ja, danke für die Verbesserung. ich will natürlich Erster werden, ganz klar. Was es dann letztendlich wird, werden wir sehen. Nee, so Wischereiprognosen, die gibt's beim Kicker, bei Bild wird sich festgelegt. Position möchte ich wissen. Erster Platz, Aufstieg. So, das ist doch mal ein klares Wort. Und Herr Stevens, nach Eindhoven auch an Sie die Frage. Ja, das ist schwierig natürlich jetzt das zu sagen, aber ich hoffe natürlich, dass wir aufsteigen. Und es ist nicht so, wenn wir nicht aufsteigen, dass der Verein tot ist, glaub mir. Dann lebt der Verein noch immer. Ja, aber ich glaube, dass wir Zweite werden und aufsteigen. Die Hoffnung stirbt zuletzt und bei Ihnen gebührt es sich, dass ich Sie jetzt nicht noch weiter festnagel, auf welcher Position. Wir wissen ja, im Herzen wollen Sie natürlich, dass auch die Meisterschale, die man einst verpasst hat in der ersten Liga, in der zweiten Liga nach Schalke kommt, immerhin, das wäre doch auch eine Schale, die Reifenfelge.
Ja, vielen lieben Dank an alle, an eine wunderbare Viererkette. Herr Stevens, Ihnen persönlich alles, alles Gute für Mittwoch und sowieso auch die Tage danach. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und danke. Herr Röthemeier, ganz genauso. Glück auf. Gerne. Glück auf. Am Ende kackt die Ente, ne? Ja, der muss auch noch raus. Glück auf.